Hallöchen Leute, das ist jetzt hier Teil 1,75. das soll ja nicht funktionieren, der Pico-Sit. Habe ich ja gerade ein Video gemacht. Ich habe nochmal das Video geguckt, ich habe auch nochmal Datenblatt geguckt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die ganzen ICs verdreht. Die müssen einmal gedreht werden. Ich habe mich verguckt. Pin 1 ist da oben und ich hatte die Platine verkehrt rum vor mir liegen und habe die verkehrt rum raufgesetzt. Doof. Jetzt werde ich mit Heißluft das runterlöten. Wie ich das hier mit der Leiste mache oder mit den Leisten mache, weiß ich noch nicht. Ablöten werde ich sie wohl nicht. Ich werde mal versuchen mit Aluminiumklebeband. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo das Captain Tape ist. Ich hatte es mal in der Hand. Das war gar nicht mal so weit weg gewesen. Ich weiß jetzt wieder nicht, wo ich das. Ich habe mir das extra wieder weggelegt gehabt und jetzt ist es wieder weg. Ich versuche es mit Aluminiumklebeband einmal abzukleben. Wenn sie wegschmelzen, dann schmelzen sie weg. Das ist egal. Ich habe ja noch welche. Dann ist das so. Ja, das werde ich dann gleich machen. Das mache ich aber off-cam, weil mir das hier zu wenig Platz ist. Gerade mit Kamera und Heißluft und alles. Das kann nur schief gehen. Ich möchte meine Kamera nicht schrotten. Die ist schon leicht defekt. Ich brauche bald mal eine neue. Aber die Dinger sind so schweineteuer. Vor allen Dingen die, die da noch vernünftig hinhauen mit Low Light. Die hat hier auch noch ein relativ gutes Low Light Level. Ja, will ich mir die nicht auch noch kaputt brutzen wegen der Heißluft. Gut, also das mache ich jetzt einmal schnell. Dann melde ich mich nochmal. Vielleicht mache ich dann nochmal schnell einen Test im C64, ob das hinhaut. Bis dann hinhaut. Wenn das hinhauen sollte, dann zeige ich euch das natürlich nochmal, wie an dem Teil hier vor, nochmal einbauen, gucken und dann der große, ganz lange Teil da hinten dran. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn das soweit fertig ist. Bis gleich. So, Hallöchen, jetzt habe ich die ICs gedreht. Jetzt ist die schräge Seite dort. Und ich wusste auch, links oben ist Pin 1 und Pin 1 ist da. Und nicht da. Und da ist jetzt, da ist die schräge, da ist die schräge und da ist die schräge Seite. Ist da Pin 1, Pin 1, Pin 1. Ich habe sie jetzt gedreht. Und jetzt werde ich nochmal den C128 auf den Tisch stellen und nochmal ausprobieren, ob das dann hinhaut. Ich hoffe es. So wie ich das gesehen habe, leuchtet der Pico nicht. Ob der aber hinhaut, das weiß ich nicht, weil der am PC nicht erkannt wird. Das werde ich dann sehen. Ich werde mich gleich nochmal melden, wenn das soweit fertig ist. Wenn ich soweit fertig bin, sagen wir mal so. Ich muss jetzt erstmal hier wieder den Tisch ein bisschen freiräumen. Ich habe das hier erstmal alles wieder draufgeschmissen. Ja, melde ich mich gleich. Bis gleich. So. Ich habe ihn jetzt drauf. Ich kriege den C128 nur im C64-Modus gestartet, wenn ich die Commodore-Taste halte, sonst startet er nicht, bleibt der Bildschirm schwarz. Ich habe ein Programm offen, wo eigentlich Ton rauskommen sollte, und zwar dieses King Kong-Dings oder Adrian Baseman's Dance Party, wie auch immer, wer sich da auskennt. Das sollte jetzt eigentlich laufen, der Fernseher ist auf volle Pulle laut, es kommt kein Ton. Jetzt weiß ich nicht, ob die ICs das verkraftet haben oder nicht. Also nach meinem Gutdünken sollten sie das verkraftet haben. Ich werde mal gucken, ob ich zwei neue kriege. Das dauert dann aber. Oder drei neue, besser gesagt. Weil die waren verkehrt rum, das waren die Pegelwandler. Und ich weiß auch nicht, ob der Pi funktioniert oder nicht. Weil wenn ich jetzt den Pi abnehme, also den Pico, nicht den Pi, den Pi Pico. Ich nehme den Pi Pico runter. Ohne den. Weiß nicht, ob der Pi Pico das überlebt hat. Aber es müsste er eigentlich theoretisch. Also ich weiß, dass das so funktioniert. Wenn ich jetzt einschalte, bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn ich jetzt die Commodore-Taste drücke, starte ich im C64-Modus. Ich kann den File-Browser mal schnell laden.
So, dann C64, Sit-Test, Kong Arcade. Kann ich starten. Also der Fernseher ist hier volle Pulle laut. Kommt auch kein Ton. Ist klar. Kann ja nicht. Jetzt ist die Frage. Ich mache jetzt mal den Ton wieder runter. Jetzt ist die Frage. Ist der Pi kaputt, weil der sich nicht, weil der nicht am PC erkannt wird? Oder ist da was kaputt, weil die ICs vertauscht waren? Ich weiß es nicht. Wenn durch das IC-Drehen jetzt der Pi kaputt gegangen ist, ist es meine Schuld, klar. Da muss ich mal gucken, dass ich einen neuen kriege. Der Pi Pico kostet, glaube ich, um die 15 Euro. Die ICs, denke ich mal, kriege ich auch noch irgendwie für einen 5er oder einen 10er. Da mache ich jetzt dem Thorsten keinen Vorwurf, das war mein Fehler. Aber den Pico, ja, dass der nicht am PC möchte, gar nicht möchte, vielleicht habe ich den jetzt auch wirklich dadurch gekillt, dass er hier irgendwo auf den GPIOs 5 Volt bekommen hat oder was, wo er nicht bekommen soll. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, ob der funktioniert oder nicht, ich kann es nicht testen. Keine Ahnung. Gut, also Versuch war's wert. Nichts mit Beta-Tester und wahrscheinlich vorerst auch kein Teil 2. Da wird das bisher erstmal bleiben. Vielleicht kommt noch mal in der Zwischenzeit was anderes, aber ich kümmere mich darum, dass das hier irgendwie funktioniert. Gucke ich mal. Gucken, was der Thorsten noch sagt. Kann ich nicht sagen. Jedenfalls kriege ich hier keinen Ton raus. Und er startet mit dem Teil nicht im C128 Modus, nur im C64 Modus mit gedrückter Commodore-Taste. Das ist schon mal eine Sache, die relativ merkwürdig ist. Es kann natürlich jetzt an den Pegelwandlern hier liegen. Da sind zwei Pegelwandler drauf. Aber eigentlich sollte das nichts ausmachen. Also ich weiß es nicht. Weil er macht es mit und ohne Sit macht er das ja. Kann ich ihn ja starten in beide Modis. Gut. Das ist erst einmal bis hierhin Projekt Pause. Nicht Ende, aber Pause. Und ja, nun weiß ich nicht, ob der Pi kaputt gegangen ist oder da noch ICs kaputt gegangen sind. Das ist jetzt keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich da Ersatz kriege und ob mir der Thorsten die Firmware für das Ding zuschicken kann. Dann gucke ich mal. Ansonsten warte ich mal auf Version 2.0 oder Version 1.1 oder wie auch immer er die Version nachher macht und werde dann mit einer neueren Version weitermachen. Anders kann ich es nicht sagen. Je nachdem, was jetzt kommt, was passiert, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, werden wir uns dann darüber aber auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.